Immer wieder nachrüsten. Jetzt geht's weiter. Das war die Faust. Bist du dir sicher? Hast du genau hingeguckt? Hast du die Seriennummer der Faust registriert? Schweine am Boden! Schweine am Boden! Ich kann dich sehen! Ich kann dich sogar treffen! Aber du bist aber irgendwie immer noch lebendig. Gefällt mir nicht. Du könntest mich treffen. Au! Sag mal, wer mischt sich denn hier ein? Liegt doch! Und da davon. Und da, wo ist denn der hin? Da ist er. Ah. Mach eine Piorette beim Sterben, nicht was? Also, du hast dir die Seriennummer nicht gemerkt? Das ist hart. Das, okay, der fliegt von alleine auf die Schnauze, ohne dass ich was machen muss. Bin ich krass? Munition leer. Oh, Mist. Ich war so abgelenkt von diesen Arschbacken. Gehst du wohl runter von diesem Au! Gehst du wohl runter von diesem Schwein? Der liegt an! Oh! Niemand liegt an mich. Habst du das dumme Gefühl? Ich bin gerade unfair. Hast recht, warum machen die Bösen das nicht? Hey, ich hab dich gefunden. Wow, der Schuss ging voll über die Schulter. Barney, Barney, Barney. Je früher wir anfangen zu suchen, desto schneller finden wir sie. Genau, ich bewege mich ja nicht gerade weit weg. Doch leichter kann ich es euch nicht machen, mich zu finden. Da drüben! Wie viel wer? Wow, du kannst aber schön schießen. Der letzte Schuss. Naja, musst du mal nachladen, ne? Hier haben sie echt keinen Spinner zum Frühstück gegeben, ne? Will ich auch können! Was? Werd ich? Ah, ich brenne! Irgend so eine Drecksau von da oben schießt immer runter. Wo ist das? Ey, ich bin noch hier! Wo ist diese kleine Pinunse hin? Oh, jetzt war der Kopf. Seht heute eure Zeichen! Ah. Jetzt bist du voll im Arsch! Und knack. Da war die Rübe kaputt. Halali und Halalo. Ja, mein Schatz. Das tötet Menschen. Mach ich es ja gerade richtig.
Es war dein Kopf mit der Maske. Den Schuss habe ich nicht gesehen, aber ich glaube, hier, das ging voll in die Augenhöhle. Wo ist dieser kleine Wichser, der von da oben immer runterschießt? Ich schwöre dir, wenn ich hochkomme, werde ich nicht böse. Lass mich mal, du bist der Anführer? Das ist blöd, zu beweisen, dass man ein Schild hat und dann ein Schild zu senken. Oh! Mein Halt! Meine Frau macht komische Pizzen neben mir. Ist das normal? Das soll ich den Notwagen rufen? Das könnte ein Herzinfarkt sein. Komm lieber raus. Ich bin die ganze Zeit hier draußen. Oh, Mist. Der ging ja voll daneben. Ja auch. Nee, doch nicht. Der hat getroffen. Und Counterbox. Jetzt komme ich zu dir. Jetzt gib's auf die Fresse. Das war die Alte, die die ganze Zeit auf mich geschossen hat. Zu Hause? Ey, komm, es müssen doch noch welche leben. Das ist doch nicht ganz mein Spaß. Mädel, ich glaube, ich habe dich gefunden. Ja. Oh, bis der Schuss ging bei mir. Chila, du hast noch nichts verbraucht. Die hält echt eine Menge aus, ne? Die hat ihre roten Pampers, an. Du kommst mit mir mit. Folg mir. Jagen wir den Feind. Sie finden, sonst rollen unsere Köpfe. Wer kommt mit mir? Ich bin nicht fremd, ich bin hier geboren. Ach nee, warte mal, irgendwo anders bin ich geboren. Jetzt hab ich dich. Kannst du mal aufhören, dich zu ducken oder bist du gerade gestorben? Du bist tot, fall um. Wir müssen hier noch mehr Arschgeigen geben. Aber wir hätten die alle bezahlt. Vielleicht müssten jetzt nur noch welche dahinter sein, ne? Schwachpunkte-Treffer. Kommt die Brücke runter. Oh, die hat so lange gebraucht abzukratzen, damit ich dann diese Mitteilung bekomme? Boah. Das ist eine harte Nummer, du. Eindruck hinterlassen. Moment mal.
eine Tür geöffnet. Hinterlässt das jetzt auch Eindruck bei euch, dass ich eine Tür geöffnet habe? Ja? Bullshit. Musst du das gerade mal testen? Ich weiß, ich bin jetzt der Größte in euren Augen, ne? Ich bin drin. Mal sehen, was diese Rebellen im Schilde führen. Komm nicht klar. Eloy, ich komm grad voll nicht klar. So, wir haben dann noch Meteorscharfschützen. Die scheinen diese Waffen. Aber sowas von Eindruck. Bereit zu machen. Bestimmt für Rebellen im ganzen Westen. Es dürfte ihre Operation stören, wenn ich sie ja nicht. Da sollte ich mal reinschauen. Könnte eine Kommandozentrale sein. Die Kommandozentrale. Sie scheinen eine Art Schmiede zu haben. Söhne des Prometheus. Die hat einen Fokus. Das passt. Wie sollten sie sonst Maschinen überbrücken? Will der Prometheus deuten? Nachdem sie einen verschlossenen Fokus der Söhne begibt zur Basis. Mhm. Du kannst eine Türklinge bedienen? Wow. Ehre Dioskur. Es ist so kein. Das hat Eindruck hinter das. Also, es tut mir leid, aber das war gerade heftig. Das war super heftig gerade. Das hat mir gerade so den Rest gegeben. Durchdringender Stachel. Entschuldigung. Durchdringende Munition ist jetzt für einen deiner Waffen verfügbar. Diese Munitionstyp verursacht mehr Schaden an Teilen, die von der Rüstung geschossen. Egal. Es tut mir leid. Ich habe kranke Gedanken. Manchmal ja. Das hat ne dieses manchmal, ne? Ja, mit immer wäre besser. Wobei immer macht es schlimmer. Ich werde immer was für dich empfinden. Immer macht's schlimmer. Eine Karte. Mit Versorgungslinien was? Zu diversen Außenposten. Nee, das sagen meistens immer die Paare, weißt du, die auseinandergegangen sind, ne? Aus bestimmten Gründen und dann passt das ja dann immer, ne? Und dann sagt meistens immer der Kerl, aber ich werde immer was für dich empfinden. Immer macht's schlimmer. Die Rebellen haben fleißig Waffen und Rüstungen geschmiedet. Ich hatte also recht. Hier wird alles geschmiedet und dann zu den Rebellentruppen geschickt. Ich sollte so viele Waffen wie möglich zerstören. Das dürfte ihre Operationen empfindlich stören. Vermutlich. Hier bin ich jetzt Waffen. Kann ich Waffen und Rüstungen sein? Slow sein, ne? Ja. Ja. Keine Ahnung. Und? Die nutzen keine mehr. Wenn es anfing zu wackeln, dann muss ich. Ich muss ihn. Ich jetzt hier noch diese ganzen anderen scheiß Waffen finden. Will das nicht irgendwelche Handlanger von dir erledigen? Musst du den Scheiß selber machen? Badabum, yep. Iba Badabum. Das soll Kanister verändern, dass die explodieren. Ja, dass ich durch Verbesserung von Sachen etc. stärker werde, das ist klar, Spiel. Das ist, glaube ich, bei fast jedem Spiel so. Außer bei Apex.
Da sieht man nur cooler aus, aber kriegt trotzdem genauso viel auf die Fresse wie vorher auch. Ja, aber hier. Was ist denn da? Schön geleiten. Sie haben einen ganzen Bereich des Lagers verstärkt. Ich rieche die ganze Zeit Essen von draußen oder ich habe tierischen Kohle. Was verstecken Sie dort? Riechst das auch? Dann kriege ich deshalb Kohldampf. Ich weiß, dass wir gut gegessen haben. Ich habe ja schließlich Essen gemacht. Ja, also jetzt. Essen gemacht, ne? Also gekocht. Aber. Waren wir komplett satt? Du hast sogar noch etwas übrig. Was du dir morgen mitnehmen kannst. Feuerwerk! Muss ich diese ganze Scheiße suchen? Ernsthaft? Damit kann Gibst ich du mal Beutel bitte auffüllen. Diese Beeren auf, da wir 14 Stück schleppen können? Und unser Inventar muss dann auch mal wieder aufgefrischt werden? Ist halt ein bisschen unfair, wenn man gegenüber von einem Restaurant wohnt. Ja. Ja. Sehen und wieder mal was Leckeres rüberschmeißen. Ich glaube, Eloy hängen die Beeren zum Hals raus. Nochmal, Schatz. Entschuldige. Ja, nur Gerüche. Mehr nicht. Hm? Hm? Gut, Ringergewehr. Aha. Wie gefall ich dir jetzt? Eloy, es ist keiner mehr da. Wir haben schon alle umgebracht. Aber der ist da wieder. Ah, ich glaube, Eloy hängt das wirklich so ein bisschen raus, aber... Hey! Ich muss ihn nicht essen. Das hat geklappt. Ernsthaft? Noch mehr? Ihr seid doch sonst nicht so gründlich in solchen Spielen. Aber heute, ne? Heute muss es sein, ne? Hoffentlich verrät der gefundene Fokus mir etwas Nützliches über die Söhne des Prometheus. Keiner hat gequatscht, ne? Sieht noch einer versteckt. Wir werden ihn anschleichen, obwohl er uns schon längst hätte sehen müssen. Oh, Alter! Was tut weh, Eloy? Da habe ich auch verzweifelt gesucht. Okay, gut. Bin ich wenigstens nicht alleine. Weil der Fokus zeigt das ja auch nicht gerade so toll an. Ist ja doch gemacht. Dass man da hochklettern kann. Mit einem Seilwerfer. Hey. Das ist eine Zellentür. Guck an. Meint ihr nackt gefangen? Der sieht nicht gut aus. Die Streiterbezwingerin. Bist du hier, um diese Verräter zu töten? Ich will helfen. Bist du verletzt? Die sind schon ich komme zu mir. Tu, was du tun musst. Sag, wenn du mich brauchst. Mein Rucksack ist voll. Ich kann es später aus dem Vorrat nehmen. Wie man den Vorrat von unterwegs aufnehmen könntest. Wo soll denn das jetzt sein?
ist echt hart zu finden. Also, du bist der, der nicht weiter. Okay. Okay, der Fokus ist da nicht gerade so die Hilfe drin, ne? Hm? Ah, dort. Und hier ist es das Letzte. Das hat geklappt. War nicht das Letzte. Ach, das andere ist nicht mit hochgegangen, wir wussten. Das müssten alle gewesen sein. Ja, es waren alle. Andere Quellen auftun. Ich habe ihn vollbracht. Ja. Guck mal hier. Applaus, Applaus. Wir gingen nach Haus. Nee, was für eine Verarsche dort. So, dann haben wir die normalen davon befreit. Okay, du bist komplett ausgelevelt. Da habe ich auch die normalen. Hallo, sehr schön. Jung, jung, jung. Wenn ihr dabei betrunken werdet, ne? Es war meine Absicht. So, Quest Rebellen Außenposten. Haben wir erledigt. Relikt haben wir erledigt. Aber wir haben doch jetzt da als Aufgabe, nein, Aufträge. Höhne des Prometheus. Wo führt denn das hin? Ja, erstmal zur Base. Bin ja gleich hier um Maker, also von daher ist das ja dann nicht so tragisch. Mich würde halt interessieren, was da noch dahinter steckt. Ob das auch wieder sowas ist wie Jägerloge. Also die Jägerloge werde ich definitiv hier versuchen auch zu machen, weil wir haben ja gesehen, dass hinter der Jägerloge weitaus mehr an Story sitzt, als man es ja vorher gedacht hat, ne? Also. Ich bin Stufe 39. Yay. Ich habe eben gerade nochmal Punkte bekommen. Hm? Nee, zwei. Zwei habe ich. Ich habe schon die ausgegeben, die. Das ist. Hätte man können, ne? Stufe 3, aber da komme ich so nicht dran. Warum nicht? Wie schon. Aber okay, das sind drei Punkte. Alani! Ach ja, da ist ein Fall. So, dann mal auf zur Basis. Ich will wissen, was das mit Prometheus zu tun hat. Das ganz ohne Alkohol, aber sowas von. Wir brauchten schon Alkohol dafür. Die quatschen dich bestimmt wieder voll. Ja. Ja. Hey, aber eine ganze Stunde lang echt nur Gemetzel. Als Ausgleich kann man definitiv 5 Minuten labern ertragen. Alles, was über 5 Minuten ist, werde ich, glaube ich, nicht verwenden. Ach, Ladeschirm. Werde schneller. Ah. Geht doch. Soll ich die Zeit stoppen? Ich weiß ja, wie viel Zeit vergangen ist. Wäre nicht so positiv. Denn die Finger werden steif vor Kälte. Und meckert aber hier in diesem Spiel aber auch immer mehr, ne? Werden sie sicher noch über ihren Feinripp schlubbern.
Ich sollte in mein Zimmer gehen und mir den Fokus aus diesem Rebellenlager ansehen. Aber wenn es zwei Ausgaben. Wollt ihr mit mir talken? Würde ich wegrennen und nicht zurückschauen. Wie gut aus. Ja, ich weiß, irgendwas stimmt mit dem nicht.